Ich hoffe, man kann mich hören und man kann mich sehen und der Hintergrund ist nicht allzu bunt. Hallo? Perfekt. Okay, Dankeschön. Also, wir machen heute weiter mit der nächsten Parasha, die wir dann am nächsten Wochenende lesen kommen, und zwar das neue Buch Moses, Bamidbar. Und ich will mich einmal kurz vorstellen, wie das mal. Mein Name ist Daniel Batirev. Ich wohne in Jerusalem mit meiner Frau und meinem Sohn. Und Lilmot gibt mir die Möglichkeiten, hier ein paar Schulungen zu geben. Und ich freue mich, die Möglichkeit hier zu geben, ein paar interessante Geschichten, ein paar interessante Sachen zu erzählen. Und zwar heute in der Parasha Bamidbar werden wir versuchen, zwei interessante Symboliken oder zwei vielleicht sogar tiefgreifende Konzepte zu verstehen. Und zwar in der Parasha Bamidbar gibt es viele, viele Details. Und viele davon erscheinen uns vielleicht langweilig oder überflüssig. Und erstmal gibt es die ganzen Aufzählungen. Deswegen heißt es auch auf Englisch oder auf Latein, Numbers, die Zahlen, sagen die nicht-jüdische Benennung des Buch Moses ist, sagen Numericus, sagen ganzen Zahlen, Aufzählungen vom jüdischen Volk. Und auch am Schluss oder beim zweiten Teil der Parascha werden viele Details über die verschiedenen Sachen im Mishkan, Tempel, also im Mishkan, sagen die, der Tempelprototyp in der Wüste, werden beschrieben. Und eine dieser interessanten Sachen, die beschrieben werden, sind die verschiedenen Bedeckungen von bestimmten Sachen. Es gibt Bedeckungen, bestimmte Tücher oder bestimmte Vorhänge im Mishkan, in dem Tempel der Wüste. Und diese verschiedenen Sachen, die angebracht werden, die haben auch bestimmte Farben und die werden auch in der Tora erwähnt. Und jetzt ist natürlich die Frage ist, warum ist das wichtig? Oder was ist die Idee? Oder was bringt es überhaupt, irgendeine Farbe zu erzählen? Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass irgendeine Farbe, was ist die Bedeutung einer Farbe? Und insbesondere, was ist dann die Bedeutung jener spezifischen Farbe, die zum Beispiel in der Tora vorkommt? Und zwar in der Parasha Bamidbar, in der Parasha, die wir die nächste Woche hören werden, ist es einmal die Argaman und Treilis. Das sind die zwei Farben, die insbesondere in der Parasha vorkommen und dementsprechend gibt es verschiedene Bedeckungen oder verschiedene Abdeckungen im Mishkan, die entweder die Treilis-Farben. Okay, und ich hoffe, dass im Verlauf des Schiers, um einen großen Umweg herum, werden wir versuchen, vielleicht ein tieferes Konzept von diesen zwei Farben zu bekommen, weil die sind repräsentativ für bestimmte Prinzipien oder Ideen in der Tora. Und deswegen sind sie dann dementsprechend universell, wenn die Farben vorkommen, in verschiedenen Kontexten, nicht nur im Kontext vom Tempeldienst, haben sie eine bestimmte Symbolik. Und die versuchen wir dann heute zu erklären. Okay, ich hoffe ich mal, das ist schon mal die Grundstruktur des Schülers. Fragen? Okay. Einmal Moment, Sie müssen Ihr Mikrofon anmachen, Ich habe die Audio an. Allgemein ist klar, aber die erst andere Farbe habe ich nicht verstanden. Treles. Ah ja, Kehles. Es ist blau, gell? Ja, was ist denn Argemann? Das ist Purpur, oder? Ja, das ist die Frage, was es denn ist. Das ist genau eine gute Frage. Und zwar viele übersetzen es als Purpur. Das stimmt, dass es so Übersetzung ist. Aber wir werden herausfinden, dass es eigentlich mal sehen, was es ist.
Es verfärbt sich auch, gell? Habe ich mal gelesen, mit Licht sieht es blau aus. Die Frage ist also, was ist die Farbe, die in der Tora gemeint ist? Ich meine, im heutigen Sprachgebrauch kann sich noch mal ändern, was man als die Allgemeinfarbe betrachtet. Aber wir reden ja über das Vokabular, das die Tora benutzt. Okay. Okay. Jetzt mal will ich erstmal ganz weit hinausholen, und zwar mit einer sehr interessanten Geschichte. Und zwar, die Geschichte handelt von zwei berühmten Rabbinern im Talmud. Einmal Rabbi Yochanan ben Zakkai und Rabbi Chanina ben Doza. Rabbi Yochanan ben Zakkai wird sehr oft im Talmud zitiert. Und zwar, er war sagen der Oberrabbiner in seiner Generation, oder der Oberrabbiner von der gesamten Generation, beziehungsweise der Gottel Hadoch. Das ist der hebräische Fachbegriff von Oberrabbiner der ganzen Generation. Er war der Gottel Hador, er war der Hauptlehrer, der dafür zuständig war, dass das Lernen, die Tradition der Tora, die nächste Generation weitergegeben wird. Und in dem Sinne, Rabbi Yochanan ben Zakkai, er hatte auch die sagen, berühmteste und die erfolgreichste Yeshiva oder Tora-Schule, und alle kamen zu ihm zum Lernen, von seiner Größe, von seiner Weisheit und von seiner Stärke der Tora. Und ein Rabbiner, und zwar Rabbi Chanina ben Doza, er kam zu ihm, um vom Rabbi Yochanan ben Zakkai zu lernen. Eines Tages aber ist Rabbi Yochanan ben Zakkais Sohn sehr, sehr krank geworden. Also der Sohn des Oberrabbiners ist sehr, sehr krank geworden. Und dann ist Yochanan ben Zakkai zu Rabbi Chanina ben Doza gekommen und hat ihm gesagt, dass bitte bete für meinen Sohn. Lass seinen Sohn beten. Und seine Frau, die Frau von Oberrabbiner von Rabbi Yochanan ben Zakkai, fragt, Oberrabbiner, größter Rabbiner, warum bittest du insbesondere Rabbi Chanina ben Doza, dass er für deinen Sohn betet? Und darauf antwortet Rabbi Yochanan ben Zakkai, dass, wenn ich sogar den ganzen Tag meinen Kopf zwischen meinen Knien hätte, also zu beten, würde ich nicht geantwortet werden. Aber Rabbi Chanina ben Doza, er wird beten, und er hat gebetet und sein Sohn ist wieder gesund geworden. Okay, das ist erstmal die Geschichte. Und es gibt sehr viele Verständnisfragen über diese Geschichte und was man aus der Geschichte lernen soll, was die Geschichte uns erklären will und was hier überhaupt passiert. Okay. Ich will erstmal vorweg nehmen. Und zwar, im Endeffekt wollen wir über zwei Prinzipien oder zwei Ideen oder zwei Grundkonzepte versuchen zu erklären. Und es gibt und zwar verschiedene Arten von Größe, von spiritueller Größe, von menschlicher, persönlicher Größe im Judentum. Es gibt gerade mehr Arten, aber in dieser Geschichte werden insbesondere zwei Arten von menschlicher, spiritueller Größe gezeigt. Und zwar einmal haben wir Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai ist der Oberrabbiner. Und er ist, also ohne zu zweifeln, der am meisten sagen, an Weisheit, an Verständnis der Tora hat. Und es ist klar, dass Rabbi Chanina ben Doza, ja, kommt zum Oberrabbiner, um Tora zu lernen, ist der wahrscheinlich auch sein Schüler. Aber dann stellt sich die Frage, okay, wenn wir von einer Seite sagen, diese klare Hierarchie haben, ja, okay, wenn er sagen, der größte Rabbiner ist, ja, warum ist es denn nicht, ich meine,
Eine Frage könnte man fragen, warum betet er nicht? Oder wofür brauchte denn Rabbi Chanina ben Dosa? Und sagt, wenn er selber sagen, den ganzen Tag sogar seinen Kopf zwischen seinen Füßen hätte, würde es nicht helfen. Und zwar Rabbi Chanina ben Dosa hatte auch eine spezielle Eigenschaft, eine spezielle Größe. Und die spezielle Größe, er war er hatte eine sehr große Ehrfurcht vor Gott und das hatte eine andere Qualität oder eine andere Eigenschaft, seine Persönlichkeit hatte er sehr entwickelt oder hatte in sich sozusagen so groß gemacht, dass er so groß im Gebet war. Seine Gebete, seine Kraft zu beten, hat er so perfektioniert und hat so in sich selbst sagen, nicht trainiert, dass er sogar größer war in dieser Eigenschaft als der Oberrabbiner. Ja? Und jetzt hat man eben diese Frage, okay, wenn der eine irgendwie, der Oberrabbiner, er muss doch der, sagen, in allem perfekt sein. Und ist es nicht irgendwie komisch, dass sagen, sein Schüler, der bei ihm lernt, dass er auf ihn sozusagen angewiesen ist? Und das sagen, oder die Extremfall in den Worten zu sagen, die er sagt, sagen, wenn er den ganzen Tag seinen Kopf zwischen den Füßen hätte, würde er nicht das erreichen, was sagen Rabbi, was seine Schüler Rabbi Chanina ben Dosa in der kurzen Zeit erreichen könnte. Und im Judentum ist es kein Widerspruch. Es ist kein Widerspruch, weil es gibt verschiedene Arten von menschlicher Größe. Es gibt verschiedene Arten von spiritueller Größe. Und jede Art von spiritueller und menschlicher Größe hat seinen Platz. Und man muss sich nicht schämen, ja, dass man seine eigene Charakter hat und seine eigene persönliche Stärken hat und man in seinen persönlichen Stärken sozusagen das Ass im Ärmel hat und jemand andere seine persönliche Stärken perfektioniert. Das ist, im Judentum gibt es nicht so, weil das sagen, dass irgendwie wir einen Papst haben, der irgendwie eine Heiligkeit in allen Aspekten ist. Nein, es gibt dementsprechend jemanden, der Anführer ist und dementsprechend er braucht Anführerqualitäten dafür und er braucht Führungsqualitäten. Und es gibt auch Leute, die andere Funktionen im Volk haben. Und die muss es nicht unbedingt, nicht jeder muss unbedingt Anführer sein oder der Anführer der Generation sein. Und das ist völlig normal und richtig so, weil jede individuelle Seele hat ihren Platz in der jüdischen Gesellschaft. Um nochmal der Talmud. Und die Erklärungen zum Talmud, die bringen noch sagen eine Parabel dazu, um nochmal die Geschichte besser zu erklären. Und zwar die Erklärung, was dir geschieht, ist, um zu erklären, warum der Oberrabbiner, ja, Rabbi Yochanan ben Zakkai, sagen, seine Gebete vielleicht nicht so erhört werden können, werden so erklärt. Rabbi Yochanan ben Zakkai ist wie ein sehr wichtiger General oder Minister bei Gott. Ja, wenn man verstehen, wenn man sagen, immer das sagen, das die göttliche Herrschaft wie ein Königshaus für mich. Und zwar es gibt im Königshaus gibt es die Generäle und es gibt die Minister und es gibt auch die Diener. Es gibt auch zum Beispiel der Diener, der hilft, Hände waschen und beim Bett bedecken und der den Wein oder den Weingleis einschenkt und der beim und der die Kissen schön macht und sein Haus putzt. Und jetzt ist die Frage, wenn einer von beiden, der Diener von Gott, ja, oder der Diener vom König, ja, sagen der Hausdiener vom König, ein persönliches Anliegen hat, oder der General oder der Minister, ja, der oberste Minister, ein, nicht ein
Anliegen des Volkes, sondern ein persönliches Anliegen hat. Wer hat es leichter, an den König heranzukommen und ein persönliches Anliegen zu geben? Wer hat es leichter, sagen, ein persönliches Anliegen irgendwie dem König unterzuschieben? Der Diener. Der einfache Diener, der immer beim König ist und vielleicht sein Kissen richtet und bei ihm und das Zimmer aufbaut, hat es leichter, ein persönliches Anliegen beim König, weil wer ist er schon? Er ist ein Diener, ja, vom König. Er weiß den Platz, er ist ein einfacher Diener, er liebt es, dem König zu dienen und er hat vielleicht sogar ein persönlicheres Verhältnis zum König. Und dementsprechend hat der Diener sagen, eine leichtere Hand, ein persönliches Anliegen, den Gott oder den König unterzuschieben. Wobei dem Minister ist es ein sehr heikles und wer ist es? Ich meine, das Verhältnis vom König zum Premierminister ist ein ganz anderes. Und es ist nicht eins, das sagen einfach der Unterschieben eines persönlichen Anliegens so angenehm macht und so einfach macht. Und damit erklärt sich mit dieser Parabel, glaube ich, also finde ich sehr schön, die Erklärung von hier Rabbi Yochanan ben Zakkai, ich sage, der Oberrabbiner, der Gottel Hador der Generation, wie der sich sagen schwer tut oder erst schwer hat für sagen für dieses persönliche Anliegen zu beten und er dementsprechend Rabbi Hanina ben Dosa bittet deinem auszuhelfen und damit haben wir hier dann zwei Prinzipien ja oder zwei Prinzipien von einer Verbindung zu Gott und von einem Verständnis, von einem hebräischen Wort Kescher, von einem ja von seinem Verhältnis zu Gott. Und zwar einmal zu sagen, ein Verhältnis von einem als König König im formellen Sinne und ein anderes eher so als Vater oder als eher informelle, ein informelles Verhältnis zu Gott zu haben. Und dementsprechend die Geschichte, es ist klar, dass Rabbi Yochanan ben Zakkai dementsprechend in seiner Qualitäten, ja, dementsprechend nicht irgendwie minder aussieht, sondern er als Oberrabbiner, er tut sich schwer, sagen, sich seinen Kopf, sagen, wörtlich zwischen die Beine und sagen, die Unterwürdigkeit hier einzubringen, weil das nicht seine, sagen, generelles Verhältnis ist zu einem König und zu Gott. Und eine Führungspersönlichkeit muss dementsprechend auch Führungsqualitäten haben. Und das ist nicht Unterwürfigkeit dementsprechend, sondern es ist dementsprechend manchmal Härte und Strenge. Und er muss harte Entscheidungen treffen, der Führer einer Generation und der Oberrabbiner. Und die harten Entscheidungen können manchmal für einen selber oder für das ganze Volk in eine enorme Verantwortung hat. Und da kann man, und hinter der man auch stehen muss. Und dementsprechend ist es verständlich, dass jemand, der diese Führungseigenschaften hat, dann wird er auch zur Größe und zum Führer der Torah-Generation arbeitet er sich hoch und da wird er auch seine, sagen, wahre Erfüllung finden und dementsprechend in Sachen, die gegenteiligen Eigenschaften brauchen, hat er dementsprechend mehr Schwierigkeit und das ist natürlich. Und dementsprechend Rabbi Hanina ben Dosa, der sagen, er, der als Prototyp von einem schlichten Mann, einem Mann, der die Ehrfurcht vor Gott als eine der wichtigsten Prinzipien bezeichnet. Und er weiß, er ist nicht der Anführer und er kennt seinen Platz und er wird auch nicht hochnäsig, nur weil der Oberrabbiner ihm etwas gebeten hat. Und er sieht sich auch nicht selbst als Oberrabbiner, sondern er kennt seinen Platz und er sieht sich als Diener von Hashem und als Diener von Gott an. Und das ist auch seine Stärke, indem er seinen Platz kennt und indem er
die Ehrfurcht vor Gott vielleicht sogar auf einem höheren Level in sich entwickeln kann als der Anführer der, als der Führer der Tora-Generation. Okay. Ich hoffe, dass ich erstmal die Geschichte und die Parabel zur Geschichte erklärt habe. Und dann können wir dann als nächste Stufe dann versuchen, dann auch zu unserer ursprünglichen Frage zurückzukehren. Also, kurze Frage zur Geschichte über die zwei Rabbiner oder zur Parabel dazu. Irgendwelche Fragen? Falls was, muss man sein eigenes Audio einschalten. Also es war klar erklärt. Danke. Dankeschön. Okay. So, jetzt versuchen wir wieder alles zu unserer Anfangsfrage zurückzukommen. Und zwar, in unserer Prascha wollten wir über zwei Farben sprechen. Über die Farbe Argaman und Trellis. Und erstmal versuchen wir mal zu fragen, okay, was ist die Farbe Argaman? Argaman wird als, ist erstmal, ist ein, sagen, nicht so einfaches Wort. Und es gibt verschiedene Kommentare, wie man es richtig verstehen kann. Manche Kommentare sagen, es kommt von zwei Wörtern, es ist eine Zusammensetzung von zwei Wörtern. Aber erstmal, alle Kommentare sagen erstmal, das Argaman ist ein sehr, sehr tiefes Rot. Es ist ein sehr, sehr tiefes Rot. Ich weiß nicht, warum viele Bibelübersetzungen das als lila manchmal bezeichnen oder lila Farbton. Es kann sein, dass einfach der Name Argaman im deutschen Sprachgebrauch, im lateinischen Sprachgebrauch lila benutzt wird. Aber in der Tora, die Tora kommt in die Tora, eigentlich ist es eine tiefes Rot ist oder noch roter als Rot ist. Und es ist eine königliche Farbe. Es ist eine Farbe, die immer die Königlichkeit betont. Und wenn man jetzt auch sozusagen eine Assoziation sagen, Spiel macht, also welche Assoziation oder welche Sachen fallen euch ein bei Rot? Welche Sachen sind rot? Ihr könnt euer Audio einschalten und mal reinrufen. Sachen im Sinne von Kleidung oder allgemein Dinge? Kleidung, Dinge, egal. Eine rote Ampel. Gut, und jetzt mal in Tora-Zeit. Dann das Blut beim Tempelopfer zum Beispiel. Zum Beispiel. Blut ist eins der, wir sagen uns, heutzutage ist das Rot mit Blut assoziiert, dementsprechend ist auch eine der ersten Sachen, die bei den Kommentatoren sagen. Okay, Rot hat immer meistens mit auch Blut zu tun und Rot hat auch immer eine, wird immer und Blut mit Strenge wird es immer assoziiert. Und aber zwar, klar. Mit Liebe auch. Liebe auch, ja, richtig. Und auch sagt nach Hebräischen, das ist die Eigenschaft von Din, von Recht, Gerechtigkeit, Strenge, was immer das alles zusammen im hebräischen Wort Din hereinkommt. Und zwar ein König, um effektiv zu herrschen, er muss Erlasse machen, er muss Regeln machen, er muss ein Anführer sein, er muss eventuell sogar Kriege führen, er muss es ist die Idee, dass die Königlichkeit, die braucht eine bestimmte Strenge und braucht eine bestimmte Struktur. Und die wird oft mit der Farbe Rot und Blut und Königlichkeit kommt alles da zusammen. Und die Idee von einer Führung, sagen eine König immer ist der Hauptanführer, der Hauptmann von was auch immer das ist. Und dementsprechend auch die Idee, also okay, zum Beispiel bei Opferbringungen, was ist die Idee von Blut und Rot und Opferbringungen, ist, es ist nicht irgendwie etwas Rot oder Königliches, nicht etwas Schlechtes, es ist eine bestimmte Eigenschaft, ja, die sehr, sehr, sehr positiv ist, weil wir brauchen diese Strenge und Struktur,
um etwas Positives zu erreichen. Um damit ein Staat funktioniert und eine Gesellschaft funktioniert, sind Regeln unausweichlich und man braucht sie. Und es ist etwas Gutes, dass es sie gibt und dass sie mit der Strenge auch durchgeführt werden, weil wenn sie nicht durchgeschrieben werden, kann noch viel, viel schlimmere Sachen passieren. Ja, es kann unangenehm ist, aber das Ziel ist es, dass allen es besser geht. Und dass es dementsprechend dafür sind die Regeln auch da. Und nicht um irgendwie sagen, seine eigene Freiheit irgendwie zu minimieren oder zu versuchen zu unterdrücken. Das ist keinesfalls die Idee von Regeln. Weil, zumindest nicht von jüdischen Regeln. Klar, wenn man einen Tyrann hat und der einfach nur seine alle ausbeuten will, ist eine andere Sache. Aber ein jüdischer König, seine Pflichten ist es, dem Volk gut zu tun. Und ein zum Beispiel in Erklärungen von Argaman ist, dass man erstmal das Arga kommt von sagen von Flechten, vom hebräischen Wort, und das Mem oder von Minim, also wenn man viele Sachen zusammenflechtet, sagen, es ist eine bestimmte Kunst, ja, eine Führungskraft, verschiedene Fäden, verschiedene Sachen, ja, so zu vereinen in einer Struktur. Und das ist sagen auch, wie man eine Führungsqualität oder einen Führer bewertet. Ich meine, wenn die Aufgabe eines Führers ist es, die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Ressourcen, die er hat, menschliche Ressourcen, materielle Ressourcen, so zu kombinieren, dass darauf alle profitieren und dass alle etwas Positives daraus haben und alle damit glücklich sind. Und okay. Und jetzt, um unsere Geschichte hier einzubauen, das ist sagen, die Farbe Rot oder die Farbe Rot als Rot, die Argaman-Farbe, die Königsfarbe, das ist die Kraft oder die Parabel von Jochanan ben Zakkai. Ja, das ist die Kraft und die symbolisiert wird durch die Farbe für eine Führungskraft, die königliche Kraft, und die dann jedes, immer wenn man diese Farbe allgemein im Tempel sieht oder oder bei irgendwelchen Sachen in der Tora oder bei irgendwelchen Erklärungen, es ist ein Symbol für Führungskraft, für Königlichkeit, für Verbindung, um etwas Größeres, Stärkeres zu machen, aber auch mit der notwendigen Strenge und Struktur. Und dementsprechend ist dann auch Treles die andere Teil der Geschichte. Und zwar Treles ist immer die Idee, dass Evet Hashem, ja, man ist die Idee, dass man denkt und sich bewusst ist, dass man ein Diener Gottes ist. Ja, das ist die Unterwürfigkeit zu Gott. Man muss verstehen, man muss den Platz in der Geschichte kennen. Man muss den Platz, man muss sich selbst gut kennen. Man muss verstehen, dass Gott über allem herrscht, dass man nicht die Kontrolle über alles hat, dass Gott die Kontrolle über alles hat. Und dass man, und was immer man sagen, das jüdische Sprichwort, ja, der Mensch macht und Gott lacht. Ja, dass im Endeffekt ist es Gott, der entscheidet und der alle Urteile fällt. Und wir sind auch die, die das akzeptieren und die es, die an uns arbeiten müssen, dass wir nicht immer die sind, die die Kontrolle über alles haben. Und diesen sind zwei Eigenschaften, die sozusagen widersprüchlich sozusagen zum einen erscheinen oder sogar sind, ja, aber jede dieser Eigenschaft hat einen Platz im Judentum und jede Eigenschaft hat Platz in einer bestimmten Persönlichkeit. Und es gibt Persönlichkeiten, die besonders eine Ehrfurcht vor Gott entwickeln oder entwickeln können und sogar vielleicht noch besser und noch intensiver, emotional intensiver in sich hineinbringen können. Ja, diese Ehrfurcht vor Gott, diese Verständnis von Gottes Größe, und es ist für sie einfacher und leichter, diese Eigenschaft zu erwerben, als andere Leute, die vielleicht etwas, ich weiß nicht, extravagante, eher so diese Kraft in sich spüren, zu führen. Und klar, jemand, der das jüdische Volk führt und
Entscheidungen in eine Führungsposition als Oberrabbiner oder als Gemeindevorstand oder was auch immer er seine Position ist, auf der Arbeit ist, ja, er braucht auch dieses bestimmte Selbstbewusstsein. Es ist eine nötige Qualität, und Selbstbewusstsein und Stolz, ja, und um seine Entscheidungen und die Verantwortung auf seine Entscheidungen zu übernehmen. Und zum Beispiel auch sagen, das Lernen der Tora oder das, insbesondere das intellektuelle Lernen der Hanacha und der Tora und das Aus- und das sagen, das Examinieren aller Gesetze in ihren Details, zum Beispiel ein Richter im Judentum braucht diese bestimmte Führungseigenschaften, weil erstmal er muss das Selbstbewusstsein haben, um wirklich seinen ganzen Verstand da reinzuwerfen, um die Gesetze richtig zu studieren und und selbst das in seinem eigenen intellektuellen Verständnis haben, dass er da alles richtig schlussfolgern kann. Und dann auch, falls er dann Richter im Gericht ist, dass er dann auch nicht irgendwie von irgendwelchen Zeugen oder von so einem Beschuldigten eingeschüchtert wird. Und er braucht dann das Selbstbewusstsein und das, und sagen, die Königlichkeit, zu einem bestimmten sagen, dieses Prinzip des Argaman, dieses Purpurrot, ja, verkörpern, braucht er dann auch, um da durchzugreifen und dementsprechend dann das Urteil zu fällen. Und im schlimmsten Fall, im Judentum, in extremen Fällen, man sagt so, dass sagen, einmal in 60 Jahren konnte es bei einem blutigen Gericht, also sagen, beim Gericht, das dann besonders oft Todesurteile fällt, ja, also besonders häufig Todesurteile ist beim Judentum einmal in 60 Jahren, ja, kann es auch sein, dass im Judentum auch die Todesstrafe ausgeführt wird. Und dementsprechend auch dieses Argument, das Rot, das auch sozusagen mit dem Blut auch sagen die eine Assoziation und sagen der mit der Argaman-Farbe. Und zum Beispiel zum Trailes, um die andere Seite nochmal zu betonen, gibt es auch in vielen verschiedenen anderen Mitzvot, nicht nur jetzt bei den Bedeckungen von bestimmten Tempelutensilien in der heutigen Parasha, also nicht in der Parasha, die wir gestern angefangen zu lesen haben, Mincha in Shabbos, also nächsten Shabbos werden wir dann die Parasha lesen. Trailes sagen die Tzitzit, die Original-Tzitzit, wir müssen einen Strang haben, mindestens einen Strang, der Trailes-Farbe haben will. Und Tzitzit wird auch immer im Schma, wird im Schma erwähnt. Und Schma, wenn wir über Schma sprechen, sagen wir, Mekabel, Kol Malchus Shamai. Dann das Schma-Gottesbekenntnis, ja, wird immer gesagt, als es ist auf Hebräisch oder ein Kabel, die Aufnahme Malchut Shamayim, sagen die Aufsicht, Anerkennung von der Herrschaft, Königlichkeit, ja, der königlichen Herrschaft Gottes. Es ist an der Anstimmung, dass ich der Diener Gottes bin und ich meinen Platz und ich die Obrigkeit von Gott anerkenne und dass Gott über mir ist und dass der Mensch macht und Gott lacht. Und okay, dann ist es, wie ihr gesehen habt, bin ich heute nicht im Jackett, wie üblich, da es in Israel extrem heiß ist, obwohl es so schon so spät Abend ist. Ich bin hier mit Klimaanlage unterwegs. Ich weiß nicht, ich brauche erstmal was zu trinken. Entschuldigung. Noch eine Frage, im Gebetsmantel ist da das Blau auch drin? Gute Frage. Ja, aber Frage wo? Die Tzitzit sind die Fäden. Und zwar einer der Tzitzit-Fäden auf jeder Seite sollte eigentlich diese Trailes-Farbe haben. Und ja, definitiv sollte er dieses blaue, alle Tzitzit-Sachen, die man trägt, sollten auch diese Trailes-Farbe haben. Wir haben leider nur ein technisches Problem, da wir die Tradition, wie genau die Farbe da hergestellt wird, haben wir definitiv verloren. Und eine Minderheit von Juden hat bestimmte wissenschaftliche Nachforschungen gemacht
und haben eigentlich eine recht überzeugende Argumentation, dass sie ein Herstellungsverfahren wieder gefunden haben. Und jetzt ist die Frage, verlässt man sich darauf und wenn die Tradition verloren wurde, tut man sie dann wieder aufnehmen, obwohl man keine Tradition über lange Zeit hatte. Von dem her, man kann auch heute viele religiöse Juden sehen, die Tzitzit mit einem blauen Strang haben. Aber die meisten haben also alle Fäden weiß, weil, ja, wie schon gesagt, die Tradition zur Herstellung der Farbe ist zwischenzeitlich verloren gegangen. Aber man weiß ja nicht, vielleicht wird Mashiach die Herstellungsmethode bestätigen, die jetzt seit kurzem, 50 Jahre oder her, sogar weniger als 50 Jahre her, na, viel weniger. Muss ich noch nachgoogeln, wie viel genau, aber zumindest so, Pi mal Daumen, in den letzten 50 Jahren wurde die Herstellungsmethode wahrscheinlich wiedergefunden. Wie man die Tredesfarbe nach dem Halakha, nach dem jüdischen Gesetz, für jüdische Rituale herstellt. Jetzt ist eine andere Frage, die blauen Streifen, die jetzt im Talit sind, die sind dekorativ und viele haben die nicht. Viele haben da schwarze Streifen zum Beispiel und viele haben gar keine Streifen, also komplett weißen Talit. Und das hat nichts mit Talit zu tun, auch die blauen Streifen auf dem Talit, das sind keine, niemand sagt, niemand behauptet, es wird original Talit war. Ja, aber die Tzitzit, die manche haben, also mit weißen Streifen, also mit einem blauen Strang, ja, also die nach der Meinung halten, dass es wirklich verlässlich die echte Trailis-Farbe ist, ja, Trailis. Und die haben sie dann auch beim Tzitzit-Katan, dass man also sagen, das Unterhemd hat, und beim Tzitzit-Gadol auch, also beim Talit. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Vielen Dank. Okay. Als letztes will ich noch eine Sache sehen, und zwar, wie werden die Juden gezählt? Ich meine, wir sind nicht in Bamidbar, viele Juden werden gezählt. Und die Frage ist, wie wird gezählt? Und zwar, es gibt ein Verbot, die Juden zu zählen. Mandat kann ich einfach sagen, 1, 2, 3, 4, immer bei, wenn man Minion hat und ausbildet, wie viele Leute hat. Hatten wir 10 oder hatten wir es nicht 10, muss man aufpassen, dass man halachisch richtig zählt. Weil eigentlich sollte man nicht Juden zählen, weil jede Person, jede Sachen kann man zählen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aber Juden, jeder ist etwas Besonderes. Es ist nicht nur eine Nummer. Jede Person, jede jüdische Seele ist etwas besonders Einzigartiges und sie wird nicht einfach so gezählt. Und deswegen, wie man gezählt hat, ist, dass jeder Jude einen halben Scheckel, sozusagen einen Topf geworfen hat, und dann hat man die halben Scheckel gezählt. Sagen, das war der halbe Scheckel zählen. Jetzt ist die Frage, okay. Und was hat es mir gesagt? Okay, halbe Scheckel, okay, man braucht hier den Gegenstand. Okay, der halbe Scheckel wurde dann auch noch für andere Sachen, zum Beispiel für die Opferbringung gemacht, für die, sozusagen für die Jahresopfer, sozusagen für den täglichen Gottesdienst wurde das Geld dann auch gebracht, damit jeder Jude gleich viel beigetragen wird, ob der arm oder reich ist. Jeder hat dann sozusagen genauso viel beigetragen zum täglichen Opferdienst. Das ist noch ein sagen, guter praktischer Grund. Aber es ist auch eine Idee von genau zu sagen, okay, halber Scheckel ist ein kleiner Wert, sodass sich jeder sich leisten kann. Ansonsten ist es ein halber Scheckel. Die Idee von einem halben Scheckel ist die Idee, dass jeder von uns ist nur ein Teil vom jüdischen Volk. Jeder kann, ist nur eine Hälfte. Jeder muss verstehen, dass er ein Teil im Volk ist und dass man auch den Rest des Teil des jüdischen Volkes braucht. Man kann nicht sagen, okay, ich bin jetzt der perfekte Jude und alle anderen, die anders sind, sind die falschen Juden. Nein, wir sind das gesamte jüdische Volk. Wir sind die,
Und das sind wir als Gemeinschaft und müssen verstehen, dass jeder von uns nur eine Hälfte ist. Oder noch ein ganz viel kleinerer Teil. Aber die von einem Hatzi-Scheckel, von einem halben Scheckel, ist, um sich noch zu erinnern, dass jeder Jude muss verstehen, dass er ein Teil von einem Ganzen ist. Und dementsprechend dieser Hatzi-Scheckel, ich glaube, er tut sich auch sehr gut zu unserer Geschichte, die wir heute haben. Und zwar, wir haben einmal den Rabbi Yochanan ben Zakkai, ja, und einmal den Rabbi Hanina ben Doza. Es sind zwei sehr verschiedene Menschen. Und man muss sich vorstellen, sie haben wahrscheinlich sehr verschiedene Persönlichkeiten gehabt, ja, und Charaktereigenschaften. Aber jeder versteht seinen Platz, jeder tut den anderen eher, ja. Rabbi Yochanan ben Zakkai, ja, er war sich irgendwie nicht irgendwie zu übermütig, ja, und so seinem Schüler Rabbi Hanina ben Doza zu kommen und ihm zu bitten, damit er betet, weil er eine größere Kraft im Beten in sich entwickelt hat, ja, weil er ein besserer Beter war, ja. Und Rabbi Hanina ben Doza hat verstanden, dass sein Lehrer viel größer im Lernen der Torah ist, zu ihm zum Lernen der Torah gekommen, ja, und hat seinen Platz gewusst, okay, ich habe eine bestimmte Eigenschaft in Ehrfurcht Gottes und im Beten in mich sagen verfeinert und vielleicht bin einer der Besten, der in dieser Eigenschaft ist. Aber das heißt nicht, dass irgendwer sehr übermütig kommt und sagt, ah, wie kann ich denn noch von dem lernen, der von mir irgendwie was braucht und mich um was bittet. Ja? Er weiß, dass er nur eine Hälfte, ja, ein Teil des jüdischen Wunders, jeder den anderen ehrt und jeden den Platz des anderen akzeptiert und kennt und weiß, dass wir jeden Einzelnen von uns brauchen und dass, wenn jede eine bestimmte Person eine bestimmte Charaktereigenschaften hat, das sind nicht seine Schwächen. Immer wir schauen immer auf andere Menschen und wenn Menschen sagen, die gegenteiligen Charaktereigenschaften von uns haben, sagen wir, ach, der sehen wir das als Schwächen. Nein, man muss ihn als seine Stärken. Wenn wir zum Beispiel eine sehr Persönlichkeit, die sagen, sehr, sehr sagen, dominant ist, ja, dann hat man immer die Neigung, dass so andere Leute, die nicht dominant sind, oder sagen, schüchtern, ja, irgendwie sagen, als schwach zu empfinden. Das ist die falsche Ansatz. Ja? Wenn jemand vornehmer und vielleicht etwas sozial taktvoller sich benennt und vielleicht ruhiger und vielleicht ein besserer Zuhörer ist, das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke. Und damit, würde ich, ja, dann die offene Fragerunde zur Rasha und zu dem, was ich vorgetragen habe, dann eröffnen. Ich brauche wieder was zu trinken. Ich hätte noch eine Frage. Da ist ja immer oder fast immer, wenn Argamon erwähnt wird, Tolaat auch dabei. Es ist zwar keine Farbe, das ist wahrscheinlich ein besonderes Material, oder? Trinken Sie in aller Ruhe. Es ist immer, ja. Sind ja so verschiedene Begriffe hintereinander. Dann auch mit dem Leinen und so weiter. Ja, über zum Beispiel, ja, also wir haben heute nur Argeman und Tacheles behandelt. Es gibt, dementsprechend, wenn man zum Beispiel bei den Gegenständen kommt, die ganzen Materialien dementsprechend haben auch selbstverständlich ein tiefes Konzept und Sinn dabei. Dementsprechend, wenn man die Tora-Kommentare anschaut, jedes bestimmte Material hat seine Symbolik und man kann zu jedem sagen, Tempelteil. Wenn die Beschreibung der Materialien sagen, der Geist und die philosophische Idee darunter entfalten. Und ich will jetzt nicht in alle, ich kenne jetzt auch nicht alle Sachen auswendig, aber ich kann Ihnen beraten, was auf jeden Fall viel helfen könnte. Und zwar eine relativ gute, einfache und zugängliche Erklärung hat oft Rav Hirsch. Rav Hirsch schreibt auf Deutsch, ja. Kommentare auf Deutsch zu den verschiedenen Stoffen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich auch da
verschiedene Materialien, zum Beispiel Leinen und Wolle. Und das eine ist ein tierisches Material, das andere ist ein pflanzliches Material. Und dementsprechend auch die Idee der Tierwelt, der Pflanzenwelt und wie sie dann dementsprechend für den Tempeldienst oder für das Menschenwohl benutzt wird und die verschiedenen Eigenschaften hat. Und auf jeden Fall, da würde ich als Nachschlage und als Weiterlesen auf jeden Fall empfehlen. Also Papierpentateuch kann man auf Deutsch finden. Im Internet kann man sogar, also in den Staatsbibliotheken auch Scans in altdeutscher Schrift, aber falls es nicht ist, gibt es auch von Rorschach Verlag, von dem Schweizer Verlag auch in redaktiert in schöner neuen deutschen, neudeutscher Schrift, nicht in gotischer Schrift. Das ist immer gut. Aber ja, eine andere Frage, man soll ja auch kein Mischgewebe tragen. Gilt es für jeden oder gilt es nur für Menschen, die im Tempel zu tun haben? Also würden Sie jetzt zum Beispiel ein baumwollenes Unterhemd tragen und einen Wollpullover drüber? Okay, es gibt das Verbot von Mischgewebe. Genau. Genau. Mischgewebe heißt aber, in einem Gewebe ist gemischt. Das heißt, sehr gute Frage. Endlich kann ich wieder mein Jackett wieder vielleicht holen. Und zwar ist es folgendes, es gibt das Verbot, das Zuckerverbot, von das Tragen von Mischgewebe. Und die Idee von dem Mischgewebe ist, dass beides verflochten ist. Also es gibt Nähte von einem oder das Gewebe vom anderen. Und man muss bei dem Kaufen von Kleidung, muss man darauf aufpassen, dass nicht man ein Wolle-Leinen-Gemisch kauft. Weil das ist in der Tat ein halachisches Problem. Und zum Beispiel ist das bei Männerjackets, gibt es manchmal viele Firmen, die da Mischgewebe benutzen oder Wolle und Leinen da, bestimmten Nähten sagen oder Material von einem Nähte vom anderen benutzen. Und das ist ein Problem. Sharpness, ja, Fachbegriff. Und es gibt Leute, auch in Deutschland, die Kleidung auf Sharpness prüfen können. Und natürlich, das werden wir heute ohne ein Kashrut-Siegel oder ein Sharpness-Siegel. Von dem her, vielleicht kann ich mal kurz was holen. Aus einem Moment. Demher stimmte, habe ich zum Beispiel mein Jackett zu einem Sharpness-Prüfer gebracht und der hat dann geschaut, ob es Sharpness hat und hat dann beschränkt gesagt, okay, das wurde geprüft und dann hat dann schon Sharpness-Stempel drauf gemacht. Und ja, wenn man zum Beispiel, ich weiß auf jeden Fall, in Berlin gibt es Leute, die das prüfen können und am besten seinen eigenen Rabbiner fragen, weil nicht alle Sachen muss man auf Sharpness prüfen. Muss jetzt nicht sagen, oh, ich muss meinen ganzen Kleiderschrank muss ich jetzt wegwerfen. Keine Panik, keine Sorgen. Also wenn man das jetzt als erstes mal hört, nicht in Panik geraten. Die meisten Sachen, viele Sachen, bei Frauenkleidung kenne ich mich sowieso gar nicht aus. Von dem her müssen Sie meine Frau fragen. Auf jeden Fall bei Männerkleidung gibt es nicht so viele Sachen. Okay, man muss vielleicht Hosen, Anzug, ein paar Sachen, sagen die oft für Schatten sind. Ganz anfällige Sachen. Ja, aber viele Sachen sind einfach 100% Baumwolle oder da wird nie Linnen benutzt. Und heutzutage ist auch viele, sehr viele synthetische Sachen, die komplett synthetisch sind. Muss man da nicht schauen. Aber am besten immer seinen Rabbiner der Gemeinde fragen. Der wird dann immer wissen, was zu tun ist und was gecheckt werden muss und was nicht gecheckt werden muss und worauf man sich verlassen kann, aber welche Herstellerangaben, welche man über doch noch nachprüfen sollte. Von dem her, wie immer, bei halachischen spezifischen Fragen den LOR fragen, das ist der englische Abkürzung für Local Orthodox Rabbi, für den lokalen Gemeinderabbiner. Von ihrer Gemeinde fragen, falls ihr Fragen zu Schattens haben, zu Nein, Wolle gemischt, ob man seinen Kleiderschrank jetzt umrumpeln muss. Vielen Dank. Ja.
Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Hören. Ansonsten hoffe ich, dass mein neuer professioneller Lilmot-Hintergrund nicht zu bunt ist. Nee, und ist gut. Okay, ja. Und dann Dankeschön fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Und es freut mich immer, sehr viele Zuhörer zu haben und dass so viele bei meinem Shiur da sind und auch noch die Videoaufnahmen dann hinterher manchmal auch anschauen. Dankeschön. Tutaraba. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Okay, hallo zusammen. Wir warten noch, bis der reicht. Stumm ausschalten, geh auf Stumm ausschalten. Ist da keiner da?